The Cayman Echo ist ein Echtzeitstrategiespiel von Iridium Studios, finanziert über Kickstarter. Ihr übernimmt das Kommando über eine Gruppe von bis zu 4 Leuten und dirigiert sie durch ihre Einsätze. Klingt bekannt, The Cayman Echo geht aber etwas anders an die Sache heran als andere Spiele. Ihr schlüpft in die Rolle von Sam, einen Charakter ohne Aussehen, Persönlichkeit oder Stimme. Die Stimme, und wenn ihr wollt auch eure Persönlichkeit, kommen von euch. Denn obwohl das Spiel auch mit Maus und Tastatur gesteuert werden kann, ist es dazu ausgelegt, mit eurer Stimme gesteuert zu werden. Das Spiel wurde seit Release mehrmals gepatcht und unterstützt mehrere Sprachen, einschließlich Deutsch. Ich habe es auf Englisch gespielt, was meiner Meinung nach besser passt, da die Charaktere ausschließlich auf Englisch synchronisiert sind. Menüs und Untertitel sind allerdings auch auf Deutsch verfügbar. Ich habe die deutsche Sprachsteuerung nur kurz getestet, sie schien aber zu funktionieren, auch wenn die Kommandos ungewohnt und zum Teil zu lang waren. Die Geschichte von Colin Webb, gesprochen von Will Wheaton, einem Computerspezialisten, der vor kurzem einen Verschlüsselungsalgorithmus namens Radiolock entwickelt und anonym als Open Source im Internet veröffentlicht hat. Der Algorithmus gilt als unknackbar, kann aber auf keiner existierenden Hardware genutzt werden, da er zu viel Leistung benötigt. Das glaubt zumindest Corin, bis er plötzlich von eurer mysteriösen Kollegin Val kontaktiert wird. In einer Szene, die nicht nur stark an Matrix erinnert, sondern auch eine direkte Anspielung auf genau diesen Film enthält, müsst ihr Corin aus dem Gebäude bekommen, ohne dass er den Agenten, die ihn suchen, in die Arme läuft. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich sage so viel. In den nächsten Missionen trefft ihr nacheinander eure Mitstreiter und versucht herauszufinden, wer und warum an Corin interessiert ist. Die Geschichte schneidet einige interessante Themen an, wobei ich den Schluss persönlich etwas seltsam fand. Weitere bekannte Sprecher sind Ashley Birch, bekannt als Tiny Tina aus Borderlands, und Yuri Löwenthal, bekannt aus so ziemlich jedem auf Englisch synchronisierten Anime oder Videospiel. Ernsthaft, wenn ihr mal einen Anime auf Englisch gesehen oder ein Spiel auf Englisch gespielt habt, habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits seine Stimme gehört. Alle Sprecher haben eine gute Performance abgeliefert und ich hatte bei keinem etwas zu bemängeln. Wie bereits zuvor erwähnt, steuert ihr das Spiel primär mit eurer Stimme. Ihr könnt eure Einheiten nicht frei bewegen, sondern nur zu festgelegten Punkten schicken, welche mit den phonetischen Buchstaben Alpha bis Foxtrot und Zahlen versehen sind. Weitere Befehle sind konzentriertes Feuer auf einen Gegner, Waffenwechsel und die Nutzung von Batterien. Außerdem könnt ihr euren Einheiten befehlen, in Deckung zu bleiben, wodurch sie nicht mehr schießen, aber weniger Schaden nehmen, oder mehrere Befehle speichern und mit Signalwörtern auslösen. Everyone, shields up on my mark. Everyone move to Delta 2 on my mark. Everyone move to Delta 2 on mark 2. Sil, switch to rail. Kai, switch to rail. Sil, switch to rail. Sil, switch to the rail. Kann nicht. Sil, switch to railgun. Mark. Copy that. Mark 2. Got it. Begin wave. Sil, switch to pistol. Too hot for me. Sam, clear it out. Everyone target free. Kai, switch to pistol. Kai, switch to pistol. Kai, recharge. Das funktioniert am besten mit einem Headset-Mikrofon. Ich selbst hatte einige Probleme, da ich ein Tischmikrofon habe und mich gerne mal ein paar Zentimeter davon entferne oder nähere. Dadurch kann es passieren, dass Befehle zu laut oder zu leise sind. Außerdem muss man darauf achten, immer deutlich zu sprechen. Das Spiel verzeiht hier nicht viel. Entweder werden Befehle gar nicht oder missverstanden. Meistens ersteres, aber ich habe festgestellt, dass die phonetischen Buchstaben den normalen Buchstaben vorzuziehen sind. Ich habe mehrmals gesehen, wie A als E verstanden wurde. Aber selbst mit den phonetischen Buchstaben habe ich bereits solche Verwechslungen erlebt. Ihr könnt außerdem eure eigenen Bezeichnungen setzen. Dadurch hört zum Beispiel Corin auch auf den Namen Wesley. Das lässt ein paar interessante Sprachstile zu und erlaubt es euch, die Spracherkennung etwas anzupassen.
Leider scheint es unmöglich zu sein, mehrere eigene Synonyme für den gleichen Befehl anzugeben. Eure Einheiten greifen Feinde automatisch an, wenn sie nicht versuchen, unentdeckt zu bleiben. Das ist auch so ziemlich alles, was eure Leute außerhalb von Zwischensequenzen selbst tun. Das einzig andere, was ihr nicht befehlen müsst, ist der Wechsel auf die Pistole, wenn euren Leuten die Energie ausgeht. Alle Waffen außer der Pistole ziehen nämlich Energie, und zwar ausgerechnet die gleiche Energie wie eure Schilde. Die einzige Sekundärwaffe, die ich wirklich genutzt habe, war der Granatwerfer. Alles andere benötigt Planung und funktioniert selbst dann nicht immer. Scharfschützen können zum Beispiel unterbrochen werden, weshalb eure anderen Einheiten das Feuer auf sich ziehen müssen. Richtig eingesetzt sind diese Waffen aber durchaus effektiv. Leider bedeutet die fehlende Intelligenz eurer Einheiten auch, dass sie nicht selbstständig ihre Energiezellen wechseln werden. Diese wechselt ihr generell möglichst spät, da sie eure Energie immer auf 100% bringen und alles darüber verschwendet ist. Außerdem habt ihr nur in einer Mission die Möglichkeit, zusätzliche Zellen zu finden. Das, gepaart mit dem Fehlen von jeglicher Schildregeneration, kann dazu führen, dass ihr nach einem Gefecht schlicht nicht mehr fähig seid, das nächste zu überstehen. Und wenn eure Leute die Energiezellen wechseln sollen, aber eure Befehle nicht verstehen wollen und deshalb sterben, kann das durchaus zu Wutausbrüchen führen. Ebenso habe ich es nie geschafft, dass das Spiel Zahlen wie 12 oder 25 versteht, obwohl es auch sein kann, dass mich die Anzeige oben rechts in die Irre führt. Außerdem fehlt eine Art taktische Pause. Zwar könnt ihr das Spiel pausieren, aber keine Befehle geben. Allerdings würde eine solche Funktion vermutlich auch die Atmosphäre des Spiels stören. Da habe ich Verständnis, dass sie fehlt. Und genau darin ist dieses Spiel gut, eine Atmosphäre erzeugen. Wenn es funktioniert, fühlt man sich wirklich wie der Kommandant einer Spezialeinheit. Das setzt dieses Spiel von ähnlichen Spielen, die mit Maus und Tastatur gesteuert werden, ab. Der Soundtrack trägt zu dieser Atmosphäre bei. Vor Missionen könnt ihr eure Einheiten auch mit Sekundärwaffen und Attributen ausrüsten. Ihr habt allerdings nur eine bestimmte Menge von jeder Waffe und jedem Attribut, weshalb ihr nicht euer ganzes Team spezialisieren könnt. Leider kann man auch nicht einzelne Einheiten für bestimmte Aufgaben spezialisieren, da die Attribute nicht genug Ausschlag geben. Über 20% geht keines von ihnen hinaus. Ein echtes Upgrade-System gibt es nicht, ebenso wenig wie Upgrades, die man in Missionen finden könnte. Innerhalb von Missionen ist es nicht möglich, Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Selbst in Stealth-Missionen müsst ihr später trotzdem alle töten. Außerdem fand ich es schwierig bis unmöglich, die Bewaffnung eurer Feinde vor einem Kampf zu erkennen und Prioritätsziele ausfindig zu machen, bevor ihr eure Leute ins Gefecht schickt. Die Ausnahme bildeten lediglich Scharfschützen, den Rest erkennt ihr erst, wenn der Kampf beginnt. Die Missionen an sich sind nicht zu lang, allerdings könnt ihr Missionen nur von Anfang an, aber an keinem Checkpoint neu starten. Checkpoints werden nur genutzt, wenn alle eure Einheiten sterben und setzen euch wieder in den Zustand, in dem ihr vorher wart. Wie vorher erwähnt, kann es euch daher passieren, dass ihr die Mission nicht mehr gewinnen könnt und von vorne beginnen müsst. Bevor ich die Review abschließe, möchte ich noch anmerken, dass Zer Cayman Echo im gleichen Universum spielt wie ein früheres Spiel von Iridium Studios, nämlich Sequence, jetzt bekannt als Before the Echo. Die beiden Spiele teilen sich aber nur zwei Charaktere, daher müsst ihr nicht Before the Echo gespielt haben, um Zer Cayman Echo zu verstehen. Ich finde es schwierig, dieses Spiel zu bewerten. Zer Cayman Echo hat seine Fehler, macht aber auch einiges richtig. Insgesamt bin ich froh, dass das Spiel existiert, da es ein gutes Beispiel dafür ist, wie sich Spiele weiterentwickeln können. Ich würde zu gerne mehr Spiele sehen, die den Spieler so einbinden. Mit den Entwicklungen im Bereich Virtual Reality könnte das auch passieren, aber dieses Spiel beweist, dass man nicht gleich eine Oculus Rift benötigt, sondern ein halbwegs gutes Mikrofon schon ausreicht. Daher empfehle ich Zer Cayman Echo an die Leute, die ein brauchbares Mikrofon besitzen und sich für Spiele interessieren, die zumindest versuchen, etwas anders zu machen und den Spieler einzubeziehen. Ihr müsst aber entscheiden, ob euch das 15€ wert ist, insbesondere da ich das Spiel nach 4 Stunden abgeschlossen hatte und keinen Wiederspielwert sehe.